Hi Leute, ja, ich grüße euch zurück zum Medium. Wir sind Marianne, Ariana und haben im letzten Part ja Abschied genommen von unserem Adoptivvater, da wir ein Medium sind und nochmal die Möglichkeit hatten, ja, trotz dass er verstorben ist, quasi mit seinem Geist oder seiner Seele zu kommunizieren. Und ja, wir scheinen einige andere ganz interessante Fähigkeiten zu haben. Ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung es geht. Nichtsdestotrotz hatten wir einen Anruf bekommen im letzten Part, dass wir, Moment, kann ich hier mal kurz aus dem Menü raus? Ja, da oben steht es ja. Ja, finde Thomas. Genau, also wir sollen irgendwie durch dieses Tor kommen. Und wir hatten einen Anruf bekommen von einem Thomas, der uns hier irgendwie, oder Thomas, der uns hier hingeführt hat. Ich Anyone habe home? ein ganz schlechtes I guess not. Namensgedächtnis, also seid mir nicht böse. Ich habe jetzt tatsächlich nur ein Part aufgenommen, den ich letztes Mal hochgeladen habe. Und das ist schon wieder eine Woche her. Deswegen, ich bin froh, dass die Namen noch einigermaßen im Kopf sind, aber die Aussprache, ich denke, da werden wir nochmal What zukommen, the? gell? Oh. Hello? Thomas? Ja gut, im Englischen spricht es auf jeden Fall Thomas aus, vielleicht bleibt man auch dabei, gell? So, finde eine Postkarte des Hausmeisters. Okay, können wir die auch umdrehen? Was steht denn hier Schönes? Kannst du das? Ach, wir können das ja auch belesen, gell? Liebe Grüße aus Niva. Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünsche, du wärst hier. Ich vermisse dich. Na dann. Haben wir eine Reisetasche gefunden, aber ansonsten haben wir hier noch nicht viel. Können wir hier reinklettern oder sowas? Weil ich meine, es würde für mich sonst Sinn machen. Nein. Können wir sprinten? Ich glaube auch nicht, gar. Gut. Also hier kommen wir erstmal, glaube ich, nicht weiter. Aber, jo. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich muss ich erstmal damit My interagieren. gate was locked up tight. I needed to find another way in. Genau. Wie mache ich denn meine Wahrnehmung nochmal? Haben wir ja auch noch irgendwie so einen Weg, vielleicht können wir auch drum herumlaufen. Aha, sieht doch schon mal vielversprechend aus. You Okay. want to keep me out, Neva? Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, als wäre das irgendwie wirklich kompliziert. Ich meine, da würde man sogar mit ein bisschen We're gonna have to Anstrengung do wieder better than rüberkommen. that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses, you know, the usual. Ja, da haben wir auch schon einiges drüber gelesen, über diese ganzen Arbeitergeschichten. Aber gut. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen fit. Kann ja auch nicht schaden, gell, wenn man hier in so ein Gebäude einbricht, was derartig verlassen ist. Und der Bass ist echt cool, den wir gerade im Hintergrund hören. Ich mag so atmosphärische Musik. Hat ein bisschen was von den alten PlayStation 1-Tagen. Yeah. What's this old thing here? Ich weiß leider echt nicht mehr, wie wir unsere Geisterwahrnehmung einsetzen. Vielleicht klappt es auch nur, wenn sie es möchte, dass es klappt. Aber ich weiß, das wäre eigentlich gerade zu reden, wenn wir mit unserer anderen Wahrnehmung mal hier arbeiten würden, kurz. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No Ja. wonder history keeps biting us in the ass. In Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Für die Töchter und Söhne des Landes hier ruhen die Gefallen, um uns daran zu erinnern, dass es die ganze dass die ganze Erde ihr Grab ist. Ja, und dass es sehr, sehr viele Leute waren, gar. Deswegen wortwörtlich die ganze Erde, gar. Tja. Jetzt, ich meine, das ist gerade nur ein Spiel, aber wie häufig passiert tatsächlich, dass solche schönen, wunderbaren Denkmäler wirklich verschandelt werden und weiß ich nicht, Graffiti draufgehauen wird oder so, ja, wie hier kaputt gemacht werden. Also passiert ja auch nicht selten, gell? Naja, gut.
drüben kommen wir, glaube ich, nicht lang. Das sieht zumindest nicht so aus. Aber ich gucke nochmal, ob es irgendwie nur so aussah. Ne, hier ist blockiert gar. Hier denkt sie sich, nope, da möchte ich nicht lang. Tja, Wälder können echt, echt sehr, sehr schön sein. Besonders wenn du, weiß nicht, richtig Sonnenlicht da unterwegs ist. Das kann natürlich auch nach nachts sehr, sehr spannend sein. Vielleicht alleine ein bisschen spooky, aber es kann tatsächlich auch echt nachts schön sein. Aber Wälder können auch, wie ich sage, echt auch durchaus mal spooky sein. Okay, hier haben wir eine kleine Ball. Und der Ball ist weg. Also war es wahrscheinlich eher eine Wahrnehmungssache von ihr. Also besonders, wenn man sich mal im Wald verirrt oder sowas. Ist mir durchaus schon mal passiert. Ah. Hello. Ah, wir dürfen uns mal immer wieder verwenden. Okay. Sind sehr, sehr kleine Füße. Ist da was zum Aufheben? Nicht so aus, gar. Oder war das halt eher nur, dass ich gucken kann, in welche Richtung es geht, weil ich glaube, hier geht es nicht hin. Ich muss trotzdem hier mal was gucken. Ob wir hier noch irgendwas mit der Wahrnehmung wahrnehmen. Sieht aber nicht so aus, gar. Okay. Seid ihr denn auch gerne im Wald? Und habt ihr irgendwelche Storys zu teilen vom Wald? Also meine Waldstory ist halt, dass ich mal... Ja, du zeigst eh, dass es in die Richtung geht. Meine Waldstory ist, dass ich mal... Boah, wie alt war ich denn da? Lasst mich 10 gewesen sein. War ich in einem Ferienprogramm mal einen Tag unterwegs. Und da haben wir... Ja, da waren ein paar ältere Kids, also weiß ich nicht, die waren ein bisschen älter als ich auf jeden Fall. Und ich hatte auch einen Kumpel dabei. Und wir haben so eine, ja, wie nennt sich das, so eine Rallye gemacht, beziehungsweise halt so eine, ja, Geocache wird man heutzutage zu sagen, da. So, man hat Punkte, eine Karte gehabt und musste verschiedene Sachen im Wald finden. Also es war auch eigentlich nicht so kompliziert, aber T plus K 1998. Oh, da ist aber auch eine Hand dran. Da scheint jemand aufzubrühen oder unser Geist hat es aufgerührt. Naja. TK. Wenn man es so abkürzt. Jedenfalls hat er die Karte irgendwie auch ein bisschen missgelesen. Dann sind wir irgendwelche falschen Wege abgebogen und wir haben zurückgefunden. Waren jetzt auch nicht ewig und 3 Tage unterwegs, aber wirklich noch ein paar Stunden, die wir uns da ein bisschen verwirrt haben. Aber ich weiß, dass da auch einige Leute unterwegs waren und uns schon gesucht hatten. Ja. War, spannend. Aber man kann echt ganz, ganz cool was erleben. Und man findet ja eigentlich so alles. Man findet Hühlen, Seele. Also, da ist ja wirklich von allem was dabei. Ja, die Spuren gehen in die Richtung. Also, man will auch definitiv, dass wir uns, ja, dass wir diesen Spuren folgen, gell? Ja, und das hat schon was von The Cave gerade, gell? Okay, was ist da lang gegangen? Was haben wir hier? Also das ist einfach so quasi die Brücke dann, weil diese Mauer quasi zugegangen war. Was haben wir da? Wie wir da lang gehen? Ich mag mich schon ein bisschen erkunden, wenn ich die Chance habe. Keine Frage. Ja, hier ist auch noch tatsächlich auch was, oder? Nein. Schade. Okay. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass wenn das Spiel möchte, das wird was tun, dass es auch echt eindeutiger ist. Warnung, aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay, also, wir haben sowas Historisches gefunden, dann sollen sich ein paar Archäologen anschauen. Musste man vermutlich erstmal die Polizei einschalten, dass die ausschließen können, dass das wirklich
ältere Gebeine sind, beziehungsweise alle Jungen und Polizisten haben wahrscheinlich da ein bisschen zusammengearbeitet. Aber ja. Ja, Stimme ist gerade ein bisschen am Versagen. Und okay, es geht wieder los. Ich glaube, wenn du empfänglich für diesen ganzen Kram bist, ja, dann wird das sehr schnell. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Okay. Also, wir sind wieder in so einen Spalt geraten, ja. Ich entschuldige mich übrigens, wenn mein PC echt ein bisschen am Abspacken hier und da ist. Ich müsste mir mal die Zeit nehmen, den wahrscheinlich neu aufzusetzen. Und ein bisschen wurmt es mich davor im Moment noch gerade. Weil das ganz viel natürlich auch musikalische Einflüsse hätte, da wieder alles neu zu installieren. Nicht so nice auf jeden Fall. So, okay. Konzentriere dich auf die materielle Welt. Dead. Like everything else in this place. Das ist echt eine interessante Mechanik. Jedenfalls wollen wir da, glaube ich, nicht reingehen oder durchgehen. Das ist ja auch blockiert. Was hat sie da eigentlich am Arm? Sieht echt spooky aus. Sieht allgemein echt ein bisschen spooky aus. Also nicht sehr einladend. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Also das einfach nur, wenn du zurückgehen möchtest, gell? As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. Soldier whispering the name of his beloved, or maybe just glad to be done with this world. Das klappt auf jeden Fall nicht, oder? Muss ich noch irgendwas machen? Naja, es klappt nicht. Oder vielleicht haben wir auch jetzt irgendwie was absorbiert. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas klappt auf jeden Fall nicht daran, weil sie bricht es nach einer Weile ab. Ja, aber ihr Arm leuchtet jetzt auch so komisch. Also vielleicht habe ich tatsächlich was absorbiert. Ja, wie Geisterenergie oder sowas. Was kann ich damit jetzt machen? Ja, er leuchtet jetzt ein bisschen stärker als davor, oder bilde ich mir das nur ein? Kann man dem Ding jetzt wieder Strom geben? Energy is energy. Right. Drücke und halte RT, um eine Geistwelle zu laden. Lass sie los, um ihn einzusetzen. So, that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Ah, jetzt ist es aufgebraucht, okay. Die Frage, soll ich das jetzt lieber nochmal mitholen? Macht wahrscheinlich Sinn, gell? Okay, also wir können Strom erzeugen. Beziehungsweise es ist halt irgendwie eine Geisterenergie aus der Geisterwelt, aber daraus können wir in Strom umwandeln. Oder was Vergleichbares. Du hast ganz schön coole Skills. Das muss ich dir lassen. Aber, wie sie sagt, ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, gell? Ich meine, ihr Stiefvater hat das ja auch sehr positiv gesehen, aber sie hat ja auch eine scheinbar nicht so gute Kindheit hinter sich. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir es einmal laden. Es wirkt fast so, ja. Aber wir hatten ja jetzt zwei Stöße. Obwohl wir es mehrmal aufgeladen haben. Also, entweder ist einer wirklich ausreichend, dass wir zwei machen können, oder man muss es wenigstens zweimal aufladen, damit man zwei Stöße machen kann. Ich vermute aber fast ersteres. Okay, aber ich nehme es mal mit. Kann doch praktisch sein.
Mir gefällt sie auch mit weißen Haaren ziemlich Stil. Ist ja auch das, was man auf dem Frontcover sieht vom Spiel, gell? Gut, das Ding ist jetzt wahrscheinlich auf. Und sie deaktiviert diese Geisterbarriere. Wir geraten zurück. Okay, wenn ich jetzt wieder hier reingehe. Ist das jetzt. Okay, ist jetzt weg, gell? Okay. Verrückt. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Das beschreibt es wohl echt gut, ey. Und es scheint echt wenig zu sein. Das haben sie ganz cool animiert. Mein Protonus ist auch ein bisschen am Vibrieren gerade. Und ja. Achtung, Brandgefahr. Gut, ist ein Wald. Das ist sowieso immer so ein Thema hier. Muss man vorsichtig mit sein. Gerade in trockenen Sommertagen kann man sehr schnell einen Waldbrand verursachen. Wenn man auch, wenn man da nicht gut aufpasst. Deswegen Camping mit Feuer. Schön Steine drumherum machen. Schön trockener Boden, der nicht so direkt Feuer überträgt. Ja, und Wasser bei Hand haben. Keine Frage, wenn man das schon macht. Und am besten an Orte halten, wo es auch sowieso erlaubt ist. Ja. Also es gibt einfach Orte, wo man es machen darf. Und zu Recht Orte, wo man es nicht machen darf. So, ich kann tatsächlich hier überhaupt nicht so abseits gehen, gar. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm, aber es lädt halt irgendwie so ein bisschen ein, gar. Und die Wege sind ja in die andere Richtung, deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal lang, weil das ist ja mal was anderes. Ich glaube, sowas zu finden ist halt schon ganz cool, mal zwischendrin, gar. What the hell? Und da ist ein kleiner Affe. Noch ein Kreuz. Können wir damit irgendwas machen? Moment nicht. Auf jeden Fall irgendwie auch freaky. Okay. Sonst ist hier nichts mehr gar. Nee. Dann gehen wir zurück. Die Wege hören, die Schritte hören auf, oder? Moment mal kurz. Ah, die Schritte gehen. Wo lang dann? Sie hören hier auf, gar. Okay. Dann gehen wir mal hier lang, weil da hinten war jetzt nichts wirklich. Außer der Affe mit den Schellen. Gut. Einmal durchkriechen. Ich hab schon das Gefühl, dass echt jeden Moment was passieren könnte. What the heck, ey. Okay, wir sind glaube ich diesmal direkt im Spalter. Ah ne. What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this. Intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Na super. Dann gehen wir mal ins Getummel, ha? Ich denke, das Spiel wird uns auch wieder sagen, wenn wir irgendwo nicht lang dürfen, aber ich bin neugierig. Macht dir das was Spaß mit? I sense something. Ja. Auf ein Bein. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, hin und her gesprungen auf jeden Fall, gar. Man kennt's. Ich
weiß nicht, man springt hier mit beiden Beinen drauf, dann hier mit beiden Beinen, dann kann ich das, was auch so macht, dass er die drei auf ein Bein und hier ein Bein und wieder zurück. Ja. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Himmel oder Hölle oder sowas, sagt man auch dazu. Wobei das könnte auch mal ein anderes Spiel gewesen sein, aber ich glaube, man verbindet die oft mit diesen ja, typischen Schulhofspielen eigentlich, gell? Tja, was hat man so in der Grundschule auf dem Schulhof gemacht? Genau sowas. Also ich weiß nicht, wie eure Schulhöfe waren, aber unsere waren, also da, wo ich drauf war, die waren meistens nicht so besonders ausgestattet, dass man jetzt irgendwie da voll die Funtime gehabt hätte. Und ich weiß, dass wir, da war ich in der dritten Klasse meiner ersten Grundschule, wo ich war, die haben. Okay. Ja, das Hotel war. Okay. Die hatten ein Klettergerüst. Also wir hatten ein Klettergerüst bekommen. Und das Klettergerüst war eigentlich von dem Spielplatz in meiner Wohngegend. Ey, das hat mich so frustriert, dass das dann da stand und uns da weggeholt wurde. Vor allem haben wir da nichts Neues in der Wohngegend hinbekommen. Die haben da irgendwie in diesen Sandkasten haben sie da ganz viel Erde reingemacht und Blumenbeet. Sah schick aus. Keine Frage, aber. Ha, irgendwie fehlte was. Auf der anderen Seite haben da wahrscheinlich auch nicht viele Kinder gelebt und dann hat es wahrscheinlich irgendwie für die Stadt keinen Sinn gemacht, das dahin zu patschen. Aber trotzdem. Nicht cool. Zumindest ist es für mich damals, gell? So. Hey, old-timer. Hallihallo. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Ich wollte gerade sagen, so Doubling alt as a wirkt's gar spare nicht. bedroom, apparently. Wir haben wieder eine Karte gehabt. Meine Liebe, der Sommer ist voll im Gange, das Resort ist zum Bersten gefüllt und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit, aber es ist gute Arbeit, ehrlich, Arbeit, Meister. Rico sagt, er würde. Rico sagt, er würde mich gerne behalten. Kannst du es glauben? Ich werde es nicht vermasse, nicht dieses Mal, versprochen. Okay. Hope you don't mind if I pop your trunk. Not much here. Although this could come in handy. Schraubenschlüssel kann man definitiv gebrauchen. Ow, shit. What the hell? Mal kurz was gucken. No one here. Where was there? Geister. Na dann. Machen wir uns mal auf ins Getümmel, ja? Also diesmal wollte ich mal beides würde ich auch noch gerne ansehen. Kann man bestimmt auch lesen, oder? Untersuche 50 Gegenstände in einem Durchgang. Der Sekretär der polnischen Vereinigung Arbeitspartei Genosse. Władysław Gubja ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niwa Resort, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum, teil. Die Arbeitsklasse Kleinpolens hatte endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihrer Familie im Schoß Land verbringen konnten. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonders Dank gilt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rekovic. Ich spreche das jetzt Rekovic aus. Ohne den Entwurf und den Bau Niva Resorts nicht denkbar wäre. 25. Jahrestag der Gründung der polnischen Volksrepublik. Okay. Nun denn. Mal kurz was checken. Jo. Ich würde sagen, auf ins Getümmel, aber diesmal wirklich zum dritten Mal jetzt. Ja, gut. Es lädt irgendwie alles ein, ja? Um sich da mal kurz Zeit zu nehmen für. So. Auch hier, ich meine. Guck, da ist auch wieder irgendwas. I think there's a broken window up there. Okay, also die Tür If ist only I could sehr find it. wahrscheinlich abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way.
So, was haben wir denn hier noch Schönes, ja? Ha. So began the great dumpster heist of 1999. Ja. Wir machen den Uncharted, gell, und uns ein großes Objekt, um ins Gebäude einzubrechen. Hat ein bisschen was von diesem. Okay. Ja, ein bisschen was von diesem Uncharted 3, wenn man dieses französische Gebäude rein muss, gar. So ein bisschen. Starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. So. Na dann, sag mal, was du kannst. Und pass auf, dass ich deine Hände irgendwo da aufschraubst an diesem Glas, ey. Auch hier. Oh, oh, echt voll aufpassen, ey. Hast du schneller die Waden aufgeschnitten, als du lieb ist, ey. Ich mag, wie vorsichtig sie eigentlich ist. Also sie scheint eigentlich locker zu rocken zu können, aber sie lässt sich Zeit und guckt sich alles genau an. Gut. Willkommen im Hotel. Tja. Hallo? Anyone? Thomas? You there? Bring news information and practical advice for curious ladies. Na dann. Nachrichteninformation und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quelle der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Johanna Gimleska. Leser Fragen, Experten antworten. Nähtechnik für modische Röcke. Von wann ist es? Ist gar nicht so alt. 10 Jahre alt, gar. So. Ja, wie man es nimmt, gell. Hat in 10 Jahren auf jeden Fall echt runtergekommen, das ganze Gedöns hier. Ja gut, mit Löchern und lass Luft dran kommen und ist alles mögliche möglich, gell. Mit Wind und Wasser und Regen und hast du nicht gesehen. Okay. Kowalski, Brunon, Smokalina, Mörder, Victor, Celesto, Borders. Darf ich wieder gehen? Ich finde, es gibt bestimmt schlimmere Dinge, die man an seinem freien Tag machen kann, als in so ein Hotel einzubrechen, oder? So. Der Star des Bolshoi-Theaters, Vivienne, das Neva-Volksresort. Tolle Zeit am See. Ja, typische Bilder aus dieser Zeit, gell? Und ja, wieder eine Postkarte. Also, so vor 10 Jahren sah es ja echt nochmal schicker aus, ja? Ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen, aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich, ich bin der neue Stabschef. Das könnte sehr wirklich sein, ein neuer Anfang, eine Heimat für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder, ich weiß, es klingt verrückt, aber denk darüber nach. In ewiger Liebe. Ja, ich befürchte, dass diese Postkartengeschichte einen nicht so schönen Weg noch gehen wird. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Hast du Telekinese drauf? Thomas? Oh Gott. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel.
calm your ass down and answer the bell. Ja, sehr schön. Habe ich das schon angeschaut? Ich glaube schon, war. Ja. Guten Tag. Wer ist da? Können wir Ihnen helfen? Aber in die Geisterwelt, ha? You seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going. All the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. They became very sad, very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Are you sure about this? I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on! Hurry, wait! I can't go that way! Damn. I need to get up there somehow. Trifft Trauer im zweiten Stock. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder die Möglichkeit... zu versuchen, hier irgendwie frei zu kommen, gell? Hier kommen wir im Moment nicht weiter. Wir haben auch nichts in dieses Schloss zu kriegen. Und Geisterenergie haben wir auch keine mehr, die haben sie uns wieder weggeholt. Da war die Karte. Ansonsten ist hier nicht sonderlich viel. Da haben wir einen alten Fahrstuhl, den ich wahrscheinlich nicht mehr benutzen würde. Boah, ich will das ja nicht austesten wollen, gell? Sadness. I wished I knew her real name. Tja, das Ding ist, weiß ich nicht, wie lange ich gewartet worden, ey. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath.
Okay, wir hätten die Treppe also doch hochgehen können, wahrscheinlich auf die Weise. Fusebox. Need some energy to spark it up. Gotta move fast. Crazy shit, ey. Also wir können auch eine Astralprojektion machen. Aber vermutlich können wir das nicht lange halten. Das wirkt zumindest so. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ich merke schon, du wirst zurückgezogen auf Dauer, scheinbar. Ja, okay. Beziehungsweise wahrscheinlich ist das überhaupt nicht gut, wenn du zu lange bist. Okay. Ich denke, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Die Frage ist, wo kriegen wir den Strom jetzt her? Da vorne oder sowas. Okay, das sieht zumindest so aus. Get your ghostly ass back and power up that elevator. Das ist praktisch. Und dann machen wir jetzt wieder das hier gar. Aha. Und können wir wieder gemeinsam laufen, was wahrscheinlich ganz cool ist. Wir haben noch eine zweite Etage zur Verfügung, eventuell, ja. Hm. Oh, echt gute Atmosphäre. Lost Places haben natürlich auch echt ihren Touch. So, was haben wir denn da Schönes? Das Werk des international angesehenen Künstlers Richard Darkowski. Zum ersten Mal im Neva Resort, 14. Juni bis 30. Juli 1982. Ich muss sagen, ich bin leider nicht sehr gut darin, mir Künstlernamen zu merken. Hier scheint wieder eine Art Barriere zu sein. Ah, tatsächlich ist es dann jetzt hier so, dass es in der richtigen Welt Probleme gibt. Interessant. Weil in der Geisterwelt dann nur Probleme gibt, da hochzugehen. Weil, naja, theoretisch können wir es ja hier. Mal eine Barriere im Weg, ja. Können wir die mit einem Geisterstoß vielleicht durchbrechen? Nee, okay. Die Frage ist, was bringt es mir hier zu sein? Hier muss ich ja irgendwas finden, was wir unten nicht haben. Kannst du rüberklettern irgendwo? Nein. Also hier muss ja wirklich irgendwas sein, was uns weiterführt. Oder ist sie noch eins höher? Na dann, probieren wir unser Glück. Okay. Now where did she go? Das ist die große Gewinnsprachfrage. You are here. Ja. Okay. Welche Türen, die wir nicht mehr aufmachen können. Okay, und die Geisterwahrnehmung kann Fußspuren nur in der richtigen Welt wahrnehmen, dann interessant. Also in der Geisterwelt sehen wir sie nicht. Ja, hier komme ich ja gerade auch nicht weiter, oder sehe ich das verkehrt? Hm.
Kannst du vielleicht doch irgendwie eine von diesen Türen öffnen? Oder ist da wieder irgendwas im Weg? Mal kurz das hier. Da komme ich auch nirgends weiter gar. Ah, da ist aber irgendwas. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Aber was uns in diesem Gang erwartet und ob wir das Mädchen wiederfinden, beziehungsweise auch Thomas in diesem Gebäude, das werdet ihr im nächsten Part sehen, Leute. Von daher, danke fürs Ansehen und bis dahin. Bye!